So, und heute noch ein letztes Gespräch. Wir haben hier die Simone. Ich darf die Simone begrüßen. Simone, grüß dich. Hallo Michael. So, ja, danke, dass du dich hierher gewagt hast auf den Gerne. heißen Stuhl. Ich sag's immer mal so ein bisschen. Ich habe ein kleines Zeitmessgerät, das drehe ich jetzt um und habe 15 Minuten Zeit. Du redest erstmal ein bisschen über dich, Simone. Was bist du? Was machst du? Wie ist dein Hintergrund? Und dann steigen wir mal in die Thematik ein. Ja. Ja? Also ich bin die Simone, ich bin 58 Jahre alt, arbeite im Büro und in einem großen Konzern und habe eine Tochter, die ist 24 und auch die ist Gott sei Dank nicht geimpft. Also kann, sage ich gleich dazu, ich bin nicht geimpft Okay. und würde mal starten damit, so wie Corona angefangen hat. Mich würde erstmal interessieren, Ja. warum hast du dich nicht impfen lassen? Wie kam das dazu? Ich muss dazu sagen, ich war schon immer, Impfgegner ist zu hart, aber ich habe mich immer mit der Thematik auseinandergesetzt, wie mein Kind ein Baby war. Hatte ich mir dann Bücher gekauft, Impfen ja oder nein oder pro Kontra und habe mich entschieden, manche Impfungen machen zu lassen und manche Impfungen nicht. Also ich stand dem schon immer skeptisch gegenüber. Und ja, wenn du jetzt so fragst beim Einstieg, ich habe gesehen, es sind keine Leute rechts und links umgefallen und tot gewesen, ja. Und habe dann gedacht, okay, habe mir das alles so angeguckt und habe gedacht, ist das wirklich nötig? Und da das eine mRNA war, wo man eigentlich nur Tierversuche mitgemacht hat und die auch nicht gut ausgegangen sind, habe ich mir gedacht, nee, lässt sich nicht impfen. Ich bin gesund, ich habe keine Vorerkrankungen, also wie gesagt, ich habe nicht gesehen, dass es irgendjemanden so erwischt hat, dass es ihm richtig schlecht ging. Also ich habe in meinem Umfeld keinen gehabt, der im Krankenhaus lag. Und habe gedacht, das stehst du, also wenn du an Corona erkrankst, stehst du das durch. Also haben sich keine Leichen in den Gängen gestapelt und Richtig. sind auch Genau. keine Sirenen pausenlos gefahren. So ging es mir auch. Genau. Ja, das ist dann auch Wobei mit der Realität abgeglichen. Ne? später dann haben sie ja auch mal gesagt, oder beziehungsweise hat man dann schon öfters mal Sirenen gehört. Aber da konnte ich dann auch, das war dann so der Zeitpunkt, da konnte ich dann auch nur noch drüber lachen. Also. Ja. Okay, fast schon gesagt, also du hast wahrscheinlich, also Tochter, dann ist Familie, weißt du, ein Partner noch da? Nee, Okay, hat man jetzt keinen. Familie an sich, größeren Bereich, Umfeld, du hast ja diese Entscheidung mit Sicherheit kundgetan, dass du das nicht machst und wie waren Ja. deine, also wie wurde mit dir umgegangen? Ist mal auch Konzernbüro, wenn du so sagst, da ist ja mit Sicherheit viel Betrieb, da wird das mit Sicherheit auch thematisiert. Wie ist man mit Richtig. dir umgegangen? Was passiert? Also, ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, ich habe mich so ein bisschen um alles rumgemogelt. Würde ich vielleicht heute so nicht mehr machen. Aber ich habe tatsächlich, das einzige Mal, wo ich eine Maske aufgezogen habe, war, wenn ich einkaufen gegangen war, weil ich auch den Diskussionen nicht, ne? Und im Umfeld habe ich am Anfang gedacht, ich muss allen berichten, hier Leute, lasst euch nicht impfen. Und auch meine Eltern, also mein Vater ist 81, meine Mutter 80. Ich habe gesagt, es steht euch frei, ob ihr mich sehen wollt. Ich komme jederzeit, kein Thema. Und mein Vater, der war dann sehr skeptisch, der hat mich dann mit Maske begrüßt und meine Mutter hat gesagt, du kannst kommen, kein Thema. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Was für Reaktion hast du bekommen aufgrund deiner Also, Entscheidung, dass du es nicht getan hast? Na ja, gut, genau. Maske, okay, das ist schon krass. Ja, und wie gesagt, und Freunde, also da hat man dann auch gesehen, viele haben sich zurückgezogen und manchen war es egal und ganz wenige, also ich kann das an einer Hand abzählen, Leute, die dem auch skeptisch gegenüber waren. Und
mein Leben, also wie gesagt, und arbeitstechnisch, ich war dann im Homeoffice Ja. und hatte Gott sei Dank gleich am Anfang Corona und hatte dann diese 6 Monate genesenen, so einen genesenen Brief. Okay. Und wie diese 6 Monate um waren, habe ich es komischerweise wieder gekriegt und konnte nochmal 6 Monate machen, aber dann wurde das ja auch gekappt auf 3 Monate und so. Aber so habe ich mich durchgemogelt. Und in der Firma war es dann tatsächlich auch einmal so, dass wir zum Meeting gerufen wurden, jeder einzeln. Und dann mussten wir in die Kamera unseren Impfnachweis zeigen oder Genesenenbrief. Also meinem Vorgesetzten war das recht peinlich. Das ging dann nur so ganz schnell. Und da hat mich dann keiner gefragt. Ich habe dann gesagt, ich habe einen genesenen Brief und dann war das Thema damit erledigt. Und so habe ich mich dann halt so ein bisschen durchgemogelt. Und wir haben aber, also unsere Freunde haben sich trotzdem weiterhin getroffen. Da wurden dann die Kellerbars wieder reaktiviert. Aber da kräftig gefeiert. Ich hatte einen guten Kumpel, der also dem auch kritisch gegenüberstand. Und wir haben mal abends beim Party machen, haben wir dann mal zusammengestanden und haben gesagt, irgendwann stehen wir hier allein, das ist komisch. Und ich bin Gott sei Dank froh, dass es bis zum heutigen Tag, habe ich nicht erlebt, auch durch die Impfung, dass Leute gestorben sind, krank geworden sind, meine Eltern nicht, im weitläufigen Verwandtenkreis auch nicht. Aber im weitläufigeren Bekanntenkreis und auch bei mir in der Großfirma, also in Großbetrieb, ich war letzt am schwarzen Brett und dann nur Todesanzeigen. Und dann halt auch nicht Leute, die 80 sind, sondern 53, 50 und so. Jetzt gerade letzte Woche einen Fall gehabt, ist morgens aus der Dusche umgekippt, war tot mit 50. Und da, ich kann das nicht beweisen, ich weiß es nicht, aber ich merke, dass die Einschläge irgendwie immer näher kommen. Also. Wenn du sagst, nur Todesanzeigen, das ist ein, also ich wollte jetzt eher auf die nächste Frage raus, was hat sich denn verändert, also vor und nach der Pandemie, also wie gestaltet sich dein Leben, was hat sich verändert, würdest du sagen, das war davor genauso, dass da die Pinnwand voll war mit Todesanzeigen oder ist das Nee. eher... Also das gerade, sagen wir mal, Leuten jünger, da war schon immer Pinnwand mit Leuten, die 80, 85 und so weiter waren, aber so jüngere Leute selten mal. Wie viele Leute arbeiten denn da, wo du bist? Also jetzt nicht die Namen sagen bitte der Firma, aber wo hast du denn gearbeitet? Also 6.000 ungefähr. 6.000. Ja. Okay. Und was würdest du sagen, wie viele Todesanzeigen hängen da? Also das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren es 4. Aber Vier. das ändert sich ja, ne? Das Ja. ist ja. Also steigt das an so über die Zeit hinweg oder ist das... Also das habe ich jetzt nicht beobachtet, ne? Ich komme da selten mal hin und Ich gucke könnte mir jetzt auch das sagen, an. du hast es jetzt erstmal in der Wahrnehmung, weil vorher waren auch ein paar da, weißt du, und dann denkst Genau. du, jetzt bist du ein bisschen drauf geschossen, dass du sagst, ja, guck da mal hin irgendwie. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Hat sich irgendwas verändert in deinem Leben? Ist irgendwas anders geworden dadurch? Ja, also schon. Sagen wir mal, im Bekanntenkreis haben wir immer gesagt, also am Anfang war das immer, ich wollte die Leute überzeugen. Und dann waren natürlich viele, die gesagt haben, ach, lass mich in Ruhe mit dem Mist, ja. Und dann wurde das Thema eigentlich totgeschwiegen. Und wenn man mal so drüber diskutiert hat, dann, und es wurde dann lauter, und dann haben wir halt immer gesagt, wir lassen uns nicht spalten. Wir wollen uns nicht spalten lassen, weil das sind ja Menschen, die furchtbar nett sind, liebe Menschen, tolle Menschen, interessante Menschen, die ich vorher gut fand, die finde ich heute nach wie vor gut. Wenn die sich entschieden haben, es ist jeder, ist seines Glückes Schmied, es ist sein Körper, seine Entscheidung. Und ganz ehrlich,
Ja. Ich weiß nicht, warum ich, gut, ich war immer mal ein bisschen Impfgegner, aber ich weiß nicht, warum ich gleich dem ganzen Corona, der ganzen Corona-Geschichte skeptisch gegenüberstand. Ich hätte mich ja genauso einlullen lassen. Würdest du sagen, dass diejenigen, die sich haben impfen lassen, das genauso sehen und sagen, naja, wir haben jetzt, oder hat sich da was verändert? Sind jetzt diejenigen, du sagst ja, wir wollten uns nicht spalten lassen, es gab schon Diskussionen, auch Streitereien. Wie ist das heute? Also ist das gleich, ist das immer noch gleich oder eher anders? Es ist immer noch gleich. Also die wenigsten, ich habe eine Klassenkameradin, die hatte Herzprobleme und hat Stents bekommen. Und die hat mal zu mir gesagt, und die wohnt bei mir, ja, und ich habe gesagt, Michi, lass dich nicht, oh, Entschuldige, jetzt habe ich den Namen Ja, ist gut. gesagt, lass dich nicht impfen. Und dann hat sie mich so abgetan, so, ach ja, die, komm. Und die hat sich impfen lassen, die hat dann irgendwann mal tatsächlich zu mir gesagt, also ich würde es heute nicht mehr tun. Okay. Aber viele, die leben jetzt so, ach, lass mich in Ruhe, das ist rum, wollen wir davon nicht anfangen und so, ja. Also ich würde mal, ich hab ganz am Anfang einem Kumpel, der ist auch jetzt nicht geimpft, aber der hat am Anfang so gesagt, ich habe gesagt, wach mal auf, informier dich mal. Und dann hat er mir alle Zeitungen gezeigt, er wird sich jeden Tag informieren und so. Und hat aber dann ein paar Wochen später gesagt, oh Gott, du hast recht. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist cool, das ist einfach. Ich muss einfach nur sagen, wach mal auf. Nee, das ging nur bei dem einen so. Also, ja. Okay, Simone, was würdest du dir wünschen für... Für alle. Also erstmal würde ich mir wünschen, dass die Corona-Geschichte gescheit aufgearbeitet wird und dass die Leute zur Verantwortung gezogen werden. Weil ich denke, die werden das nochmal versuchen. Und deswegen muss das aufgearbeitet werden. Also das heißt, wir müssen immer noch verbreiten und ja, das ist immer noch, das ist das eine. Das andere in Bezug auf meine Freunde, dass man entgiftet, mehr Körperbewusstsein kriegt, sich mehr informiert, bevor man einfach blind irgendjemand vertraut. Und dass das nicht so weit kommt. Also ich will es nicht aussprechen. Die schlimmste Befürchtung halt, dass es dann nicht so weit kommt, weil es wäre einfach ungerecht. Also auch Dialog so ein bisschen, ne? Ja. Und wir lassen uns nicht spalten. Das ist auch ganz wichtig. Ja, sehe ich auch so. Okay, Simone, ich danke dir recht herzlich. Gerne. Ja, ist keine Selbstverständlichkeit. Auch die drei Vorredner und die Vorrednerin, die wir hatten, ist keine Selbstverständlichkeit, sich hier hinzusetzen und über so ein Thema Ja. zu quatschen. Deswegen an alle erstmal meinen recht herzlichen Dank für die heutige Runde. Simone, mach's gut, bleib auf deinem Weg. Ich glaube, dass du ein da auch absolut auf dem richtigen Fahrwasser bist. Das denke ich schon mal. Okay? Okay, dann mach's gut. Bis Tschüss. dann. Mach's gut. Tschüss.